Hallo. Was ich dann noch über die Vorgeschichte erfahren habe, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Überall waren zuerst begeistert und dann enttäuscht. In der Hoffnung auf Glaubensträger einer neuen Welt. Ich bin Sabina, die die Welt des Glaubens gelebt hat. Während der Arbeit lehnen in ihren Figuren Geschichten der alten Zeit auf. Und das ist ja nicht zum ersten Mal. Er hat an der Orgel keine Notenblätter liegen, sondern die Zeitung. Was ist denn das für eine Andacht? Da kenne ich mehrere, die andächtig in der Kirche sitzen. Wo man genau sieht, dass sie ganz woanders sein mit ihren Gedanken. Aber die anderen, die waren zumindest die Form. In einen Ton! Mein Gott, was für ein salbungsvoller Ton! Die Welt ist im Umbruch und der schaut weg. Er legt seine Divina Commedia auf die Seiten, kommt herunter, zerrt mich aus der Bank hinein in die Sakristei. Und da habe ich es nicht mehr lange halten können. Wenn man ein Gesicht vor sich hat und es wird erzählt, dann fängt etwas an, begreifbar zu werden. Ohne das, was sich in Gesichtern spiegelt, hat Zeitgeschichte kein Profil. In den Falten und Furchen der Gesichter sind Botschaften eingraviert. Bei Niedergeschriebenen, da gibt es kein Lachen, kein Weinen und kein Stammen, das uns davon berichtet, wie das Grauen von früher überlebbar geworden ist. So einen guten Job möchte ich haben wie Sie. Sie reden wie ein Politiker. Sind Sie Lehrer oder was? Sie sind verbittert. Nein, ich lasse mich nur nicht mitreißen. Ja, was glauben Sie, wenn ich Sie so reden höre, da geht mir gleich das Messer im Hosensack rauf. Ein jedes Wesen ist in jedem drin. Na, wissen es viele nicht. Nur die, die in der Wahrheit leben. Dem haben wir es heute wieder gezeigt. So schnell lassen wir den nicht aus, wenn wir ihn einmal da haben. Andere klopfen an der Tür, kommen herein und stellen sich vor. Aber sie stehen einfach da unter der Tür und erscheinen. So einer sind sie. So ungefähr, ja. Da steht was dahinter. Das Licht. Es kommt von hinten und da erkennt man das Gesicht nicht. Und deshalb ersetzt man es durch die eigene Vorstellung von einem, den man gerade erwartet hat. Der kann nicht einmal gerade sitzen. Der fällt immer um. Aber der ist mir nicht besser gelungen für einen Bürgermeister. Frau Sabina, Sie halten den Menschen Spiegel vor Augen. Das ist provokant. Sie müssen aufpassen mit Ihren Fragen. So sensibel. Ich kenne diese Augen. Der Johann Vogel hat solche gehabt. Der hat auch seine Güte hinter seinen Augenlidern versteckt. Die geflackert hat. Und beim Ausgehen war. Und ich habe mir gedacht, so ist es dann mit mir. Sabina? Seid ihr eingeschlafen?